Willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Eine Sache, die ich erinnere, war Gartenarbeit. Ich wollte Gartenarbeit machen, weil bei beiden kann ich nicht steigen. Und bei beiden könnte ich heute ein bisschen pushen. Ja, ich würde mir die Tage verkürzen, aber ich glaube, es ist trotzdem wert, wenn ich beide gleichzeitig pushen kann, das zu tun, ne? Na, vielleicht auch in die Stadt gucken können, damit ich mit einem von den beiden abhängen können. Ich hab, Yuki muss ihn abhängen, ne? Ja. Das weiß ich noch. Na, kriegen wir schon alles. You seem to be coming along. When we're doing this, I tend not to notice the time going by. Do you like gardening too, Dad? Yeah, it frees me up not to think about certain things and surprisingly fulfilling work. Fulfilling? Well, it means I'm having fun. Oh, good. It's fun to take care of the garden with everyone. Da beginnt der nächste Wochen. Die nächste Woche. And that's it for Pascal. Did you get all that in your notes? Your brains aren't smart enough to retain this just by listening. Make sure you write all this down for later review. Especially, man is but a reed, the most feeble thing in nature, but he is thinking reed. That's incredibly important. Hey, are you paying attention, Yosuke Nomura? I doubt you have many deep thoughts going on in your daily life. Who said this? Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but he's a thinking reed. Crap, I was spacing out and he totally caught me. Er hat's ja gerade noch gesagt, worum es ging. Also ich weiß es wohl noch, ich habe zugehört. Rin, you gotta help me out. Es war Pascal. Hätte ich jetzt nicht gewusst, hätte ich das nicht gerade eben gesagt. Aber wenn man aufpasst, kriegt man's ja mit. Oh, I see that you pick up on something I was saying while sitting there with your stupid look on your face. Man is but a reed, but he's a thinking reed. Came from the mind of Blaise Pascal. Write that down. Alright. So if man is a thinking reed, do you know what an unthinking reed is? An unthinking reed is just a reed. So I expect you idiots to at least keep thinking and read some books. Oh, thank God, Rin. I don't know what he would have said if I'd given the wrong answer. Yosuke appreciates you. Das hilft uns ein bisschen bei Yosuke. Ich glaube, bei Yosuke konnten wir auch wieder steigen. Ne? Das ist auch kein Problem. Aber nur bei Yukiko, glaube ich, wo wir noch abhängen mussten. Ja, wenn Yosuke schon anfragt, dann ist auf jeden Fall bereit zu steigen. Rin, if you can spare the time, can you come somewhere with me? No rush or anything. Later. Yosuke looks like he's in anguish, okay? Maybe you should hang out with Yosuke after school. Maybe I should. Yokichi war auch ready, gut zu wissen. Yeah, what you doing? Hey, if you got some free time after school, why don't we hang out? Think about it, alright? Ja komm, wenn ich jetzt mal sie wie Yosuke angetrabt kam, dann zieh ich jetzt Yosuke vor. Tut mir irgendwie leid. Nee, was stimmt da ja nicht. Aber, bevor wir mit Yosuke abhängen, gucken wir erstmal nach dem Jungen, der Freunde, oder dem Kind, wir wissen nicht, dem Junge ist, Mädchenjunge, der einen Freunde sucht. Das wäre die nächste Quest vom Ema. Vom Fuchsschrein. Das wäre schon sinnvoll, ne? Okay, wir müssen mal scheiße Flottplänen. Gehe ich von aus. Das sind ja meistens entweder Flottplänen oder im Shopping. Das darf man das schon mal ein Junge. Bist du der richtige Junge? What? I don't have any money. Ich will dein Geld nicht. You're not here for anything else? Then right? I don't have any friends, so nobody... Das ist der richtige Junge, okay. So nobody ever wants to talk to me. The boy seems sad. The body. He said he doesn't have any friends. Perhaps he is the one who wrote the Emma request the fox showed you. Everyone talks about things I don't know about. Right now, they are all collecting stickers. I have a sticker too, but they all said everyone has that one. If I had a rare sticker, I bet they'd become my friends. The boy wants a rare sticker so he can make friends.
Huh, Mister? Is that a sticker? Ich habe Sticker. Meine Preis. Ich kann den Preissticker geben. Ich glaube nicht, dass er das braucht. Granter of your desires? If the sticker can do that, then you're sure to make friends. Oh, nee. Mister, can you give me the sticker? Ja, wenn du es haben willst. Ich habe eh keine Ahnung, wo ich die benutzen soll. Also hier. Hey, thank you. I'm sure to have lots of friends now. Ja, bestimmt. The boy ran off cheerfully. Will he make lots of friends? You should ask him another time. Okay, also können wir einfach täglich mal wieder hierher. Alles klar. Ja, Quest, die ich nicht erfülle. Und nicht erfüllen konnte bisher. Fisch habe ich gerade auch keinen übrig. Er wird immer noch sein Ranmarumori. Gut, dann würde ich sagen. Hängen wir mit Yosuke ab. Da scheint ja was im Argen zu sein, Yosuke. Yo! Can I talk to you for a minute? There's something I want to say. Yosuke seems tormented. Since you have Robo, yes, alles klar. Close us soon. Yes. I see. Thanks, man. Let's go. Let's go. Würde ich auch mal so sagen. Samegawa Riverbank. You wandered here with the pensive Yosuke. Yosuke is holding something. I found this. It's a print club sticker I took with Saki-senpai. When I first got here, she insisted on taking it. Back then, somewhere inside me, I thought I was above this place. A lot of people saw me as the enemy because Junes was going to ruin the shopping district. But when I met her, she told me, parents are parents, you are you. Even if she didn't really mean it, it made me happy. Because of her, I started to think maybe this town wasn't all that bad. But then, she dumped you, she died. Ich glaube, es geht mehr darum, dass sie gestorben ist. Ne? Dann starb sie. Why? Why did she have to die? It pisses me off. It makes me mad. I wanted to talk with her more. I wanted to get to know her better. But she's not here anymore. Yosuke is sobbing out loud. Rin, I get it now. I wanted to forget about Saki-senpai, how she's not here anymore. I wanted to forget that. I was living a boring life in the middle of nowhere. When the murder started, I got excited. I thought there was finally a point to me being in Inaba. I thought I could forget Senpai was gone and the fact that I was such a loser. I jumped at the murderers and never once thought about what I was doing. I didn't even take the first step. I'm sorry, Saki-senpai. I'm sorry, Rin. Ja, mach es mal langsam. Nimmst du mal langsam in Angriff die ganze Geschichte. Ja. Yeah. Yosuke not with red eyes. But I think I'm awake now. I need to get over the fact that Saki-senpai isn't coming back. That when this case ends, I'll have nowhere to run. And I won't have changed. You made me realize that. It seems you were able to act as Yosuke's crutch. You feel a bond between you and Yosuke. Rang 8. Yosuke's growth of heart has affected his persona as well. Oh, Diarama, der lernt auch einen starken Single-Target-Halszauber. Er hatte Dia, ne? Also kann ich die einfach rausnehmen. Das ist einfach ein Upgrade. Klar kostet er Mana, aber bei Hylos Zauber ist es eigentlich immer ziemlich eindeutig. You spend a while with Yosuke and walked him home. Big Fro?
Ja, Big Bro ist back in the house. Hier können wir nicht steigen, oder? Das wäre sehr überraschend. Ja, ja, sad. Schnell wegdrücken, damit das Geflatter nicht kommt. Das macht er nur noch mehr fertig. Machen wir. Wir könnten eigentlich Breadcrumbs holen. Und ich wollte mal gucken, ob man nachts auch Käfer fangen kann. Das kostet ja keine Zeit. Shopping, das ihr könnt auch direkt zum Schrein gehen. Na egal, nur zu spät. Weil beim Regen geht's nicht, aber das heißt nicht, dass es nicht nachts geht. Und wir könnten auch mit Adachi abhängen. Aber ich glaube, mit Adachi würde ich jetzt eh steigen, ne? Ich habe ja schon mit ihm abgehangen. Das heißt, es wäre jetzt wieder nicht so sinnvoll. Ah, ich hätte den Breadcrumb abholen können. Ja, vielleicht kann ich auch noch Käfer fangen, gleich abgeben. Ist auch nicht schlecht. Okay, Sportclub, ja, ich weiß, den gibt's auch noch. Kanji. Kanji müsste jetzt auch steigbar sein, habe ich auch extra eine Nullrunde mitgemacht, sozusagen. Ich glaube, die können alle steigen. Das lohnt sich nicht. So, können wir jetzt Bugcatchen machen? Ja, anscheinend. Okay, okay. Also nachts kann man auch catchen. Kostet dann auch keine Zeit. Macht schon Sinn, das zu tun, ne? Das wird zu langsam, oder? Nee, perfect timing. Okay. Okay, ein Ladybug. Dann haben wir wieder einen doppelten. Dann können wir vielleicht beim alten noch abgeben, damit sie den Fisch füttern kann. Ich weiß nicht, was das bringt, so einen Fisch weiterhin zu füttern, aber vielleicht kriegt man irgendwann weitere Belohnungen dafür. Weil wir kriegen ja so oder so einen Breadcrumb, ne? Das ist ja nicht die Belohnung dafür. Wie macht sie das eigentlich? Wie stellt sie eigentlich den ganzen Laden um? Jeden Tag. Ah, welcome. Naja. Is this your first summer in Inaba? There's a festival at the shrine and the fireworks as well. I used to go to them with the man I knew. The past is a way of rushing back to you. Say, would you like to make an unforgettable summer memory with me? Nein, okay. Oh, I'm only teasing you. But you'll be sure to make some memories of your own this summer. Do you have a present for my little one? Yes. Here, this is something to thank you for your kindness. Breadcrumbs. Ich hoffe, es ist mehr als einer. Aber wie ist es, Breadcrumbs? Und der Fisch freut sich auch. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich kann bei allen gerade steigen, die verfügbar sind, wenn ich mich nicht irre. Das ist halt der große Punkt, wenn ich mich nicht irre. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Das heißt, ich gehe wieder nach Hause, oder? Oder ich gehe fischen. Ich habe jetzt einige Breadcrumbs und Sekten. Ja, wir gehen mal fischen. Das ist die Chance, mal fischen zu gehen. Man kann auch nachts fischen. Genau. Dann machen wir das. Da ist ein Hund, okay. Wenn wir wieder Fische gewesen haben, können wir auch nicht fischen. Ich habe immer ein paar mehr Köder. Jo, wir können alle Insekten nutzen. Wir haben wirklich jedes Mal nur einen Breadcrumb bekommen von der alten. Nimm mal so eine Mayo Cricket, da haben wir so viele von. Ja, ich habe gerade vergessen, wie es geht. Naja, ich weiß, ich muss glaube ich dahin, ne? Naja, richtig, richtig, richtig. Jetzt weiß ich es wieder, okay. Ich habe bisher so selten gefischt, dass ich es noch nicht ganz genau wusste, wie es geht. Ich muss diesen wobbligen. Na, nicht geschafft, damit. Ich muss dieses wobblige Ding in blau halten mit den Richtungs. Mit dem Stick und dann X drücken im richtigen Moment. Ja, fängt ja gut an. Ja, natürlich machen wir noch weiter. Komm schon, lass ich wenigstens zwei Fische fangen oder so. Für die Katze wäre ganz cool. Die will schon auch mehr Kids. Ich wollte ja auch mehr Fische haben, die Katze. Eben habe ich halt. Nein, jetzt habe ich zu früh Re-In gemacht. Okay. Eben habe ich einfach zu spät wieder gewusst, wie es geht und war zu sehr am Roten. Zu lange. Ja, also wenn man es schnell weiß, wie, dann geht es auch meistens gut. Inaba Trout. Zwei Attempts machen wir natürlich.
Hau rein, das Ding. Komm schon, zwei mindestens, am besten noch drei. Ich darf nicht zu viel ziehen, also das Blaue resettet sich ja wieder, wenn man nicht drückt. Wenn man konstant drückt, wird das Blaue immer kleiner. Das muss man schon ein bisschen gucken, dass man das manchmal auch loslässt. Einmal können wir noch. Nehmen wir hier doch mal so einen Locust. Nicht der Battle Mac. Komm schon. Okay. Ich weiß nicht, ob wir ewig Zeit haben, das zu schaffen. Das ist auch so eine Frage. Gut, immerhin drei Fische gefangen von vier möglichen. Das ist in Ordnung. Da können wir vielleicht jetzt die Katze auch noch füttern nebenbei. So, Dienstag. Wir müssen auf jeden Jungen nochmal gucken, ne? Stimmt. Also gehen wir direkt zum Floodplain, da können wir die Katze füttern. Vielleicht ist der Junge auch wieder da. Dann vielleicht mit Shia abhängen, weil Shia konnte ja auch steigen, ne? Würde sich lohnen eigentlich. Oh, you're the one who gave me the price sticker. I showed it to them, but they said a grown-up sticker didn't count. Here, you can have it back. Oh, ich bin immer gedrückt, so nett. Where am I supposed to find your rare kid sticker? I don't know any. The boy is looking for a rare sticker that is popular among kids. Maybe you should ask some kids for ideas. Okay. Katze. Meow. Meow. It seems like it's still hungry. You feel like you should try give it some food. Wollte nicht irgendjemand auch einen Fisch haben noch? Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall kein Embassima. Wenn, dann mal die Trout. Also früh füttert euch einfach die Embassima. The cat seems happy. You can try feeding it again next time. You can't bring yourself to leave it all alone. You should come by and give it food for a time from time to time. Okay, feed the cat. Accept the quest, okay. Kinderfragen. Also ich habe ein Problem, weil jetzt keine Kinder mehr. Ich glaube, höchstens District durch, ob da welche Kinder sind. Und du bist doch ein Kind. It's not normal for you to know someone exactly like yourself, right? Okay, sie redet immer noch nur über ihre Zwillingsschwester. Ich dachte immer, dass es nicht so besonders ist und dann ist sie enttäuscht. Sehr gut. Right now, right before my eyes is a rainbow of colors. There are too many to think about and it's confusing me. But I need to think until I'm done thinking. Okay, du willst mit Sticker anscheinend auch nicht groß weiter. Keine Kinder. Aber ich hätte eine Idee. Ich habe eine Idee, aber da müssen wir noch ein bisschen für warten. Nee, bis zum Abend. Vielleicht zieht Nanako ja. Gut, da würde ich sagen, gehen wir jetzt mit Ski abhängen. Wenn sie da ist, auf dem Dach. Ich bin rasch, dass der Rätseltyp keine neuen Quests hat. Ich hätte gedacht, er hätte öfter Rätsel, aber hat er anscheinend auch nicht. Das haben wir auch. Gut, let's go. Then you wanna train? Yeah, let's go! So seid ihr. You finished today's training and came here with cheer. Have you had the steak skewers? Ich hab mal einen Hundbüchel gekauft, ja.
The meat is tender and delicious, and they hardly cost anything. It might not even be cow meat. I'm just kidding. Wow, thinking about it, that's kinda gross, huh? The police are here. Then is this place really serving fake meat? Excuse me? Yes, I haven't eaten any of the meat today, I swear. Lately there's been several incidents with a group of teenagers bullying people around here. Huh? Bullying? Extortion, if you will. Have you seen anyone suspicious? No. No one in particular. I see. Well, you two be careful then. I'm glad it wasn't the meat. But still, bullying? What cowards, hanging up on the weak like that. Stimmt, da stimme ich jetzt zu. Jetzt eaten or be eaten, wow. Nee, nee, nee. It's so cruel and stupid. She is outraged. Well, grab them and make them apologize. Right, Leader? Naja, lass mal die Polizei das wieder machen. But we can't just let them go. It's happening in our town. She is outraged. Ja, ich weiß, was sie hätte hören wollen, aber ich glaube an meiner Meinung. Mowing down villains and saving the weak. A lone female fighter stands. To protect the town's peace, she throws herself onto the battlefield, unbeknownst to all. Oh yeah, that sounds cool. Rinko, leave it to me. Da kannst du aber ganz deutlich in Ärger kommen. Du weißt gar nicht, was für Typen das sind. Oder Tussen, keine Ahnung. So I'd feel better about it if you helped. And that'd make me kinda happy. Chia seems somewhat embarrassed. You feel your relationship with Chia has grown yet deeper. Rang 6, Chia Satonaka. Revolution. Ernsthaft? Oh, nee, okay, das ist noch höher. Okay, Revolution ist eine höhere Form von Rebellion. Increases Critical Rate All. Ist das der Skill von früher, den ich kannte? Das heißt, auch die Gegner bekommen das. Ich habe mal so viel Pech mit dem Mist. Aber das wäre schon gut gegen hier Hände, ne? Gegen Goldhände. Und Rampage ist eh nicht so gut, ehrlich gesagt. Okay, das ist besser für viele Gegner und Skullfake ist besser für Einzelne. Ich hab. Nee, Quatsch, ich hau einfach Rebellion raus. Ich mache das sowieso nicht mehr. Ich habe mich entschieden, Rebellion rauszunehmen. Dann nehme ich Revolution mit und nutze es wahrscheinlich nur gegen Hände. Wenn All wirklich für auch für die Feinde gilt, ne? Das ist, weil es sonst so gefährlich ist. Alright, first let's eat. Don't think, feel. Right? Actually, in this case, would it be don't think, eat? See you later! You walk back home with Chia, eating steak skewers. Was ist im Kühlschrank? Online Mail geguckt. A cup of flan. Anako's name is written on the lid of the container. Nein. Hallo? Wie mies wäre das, wenn er schon der Name draufschicht vorher erkennt und erst ihren Kram dann nicht weg. Geht's noch? Zwei Tage noch, den lass mal in Ruhe. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit lieber für irgendwas, was wir oben machen können. Origami-Falten. Ich will das Origami-Falten ganz zu Ende bringen. Ich weiß nicht, was das wirklich bringt. Also man kann die als Sende falten, aber man fühlt sich gut deswegen. Das ist eine gute Arbeit, die man da macht. Also komm, falten wir noch ein paar. The colorful origami paper is giving you eye strain. Let your eyes relax, use dull plain paper. Ja, wir können einfach anderes Papier benutzen. Wir haben ja eh verschiedene Papiere. Use dull colored origami papers to fold cranes. The bundle of cranes has been completed. As a reward from the volunteer association, you received a maca leaf. Okay, also haben wir doch ein ganzes Bündel fertig gekriegt. Das freut mich. Das wird noch länger dauern. Senpai! Kanji muss eh noch viel nachholen, ne? Wäre nicht schlecht vielleicht.
Aber wir entscheiden uns später. That's so. Well, I guess whenever you're not so busy then. Tage vergehen mir so schnell. Bald müssen wir wieder Dungeon-Kram machen, bestimmt. Oh, it's you. You're not busy today, are you? Hang out with me. Nein, also du bist gerade bei mir ganz unten in der Liste. I see. What will you do after school? Ich wüsste es noch nicht. Aber ich habe andere Prioritäten als sie auf jeden Fall. Kanji wäre auf jeden Fall eine Priorität wert. Und wir müssen... Ah, ich habe vergessen, Nanako zu fragen, wegen dem Sticker. Muss ich denn wohl heute machen? Hoffe ich denke daran. Ah. Ärgerlich. Ja, wir hängen mit Kanji ab, das macht am meisten Sinn in meinen Augen. So kriege ich ihn voran. Ich schätze mal wieder, er ist im Studienraumbereich. Hey, Rin-Senpai, you have some time? Ja, alles gut. Yeah! Wanna stop by my place? Ma says she wanted to meet you. Okay. The Central Shopping District. You came to Tatsumi Textiles. Senpai! Gotta warn you, there's nothing fun here. Hey Ma, I'm home. She ain't here. What's she doing leaving the store open? Kanshan, there you are. Your mother's in the hospital. The hell? The hospital? Er ist schon hingekommen. Wir können immer fragen, was los ist, wenn wir jetzt mal hingehen. Huh? Oh yeah, I need to go and see. I only heard from a customer, but she's at Inaba Municipal Hospital. Hurry, go. Yeah. Yes, sir. Inaba Municipal Hospital. Ma, you're right? You were taken to the hospital? Someone do this to you? Goodness, but you look pale. Never mind me, what about you? Huh? You're okay? I wasn't taken to the hospital. I took someone. Huh? The poor thing got hit by a bicycle right in front of our shop. He hit his head, so I had a doctor examine him. He said there's no damage, thank goodness. The one who hit him was a boy from your school. When he saw the poor child fall, he ran away. Why don't you find him and give him a little scolding? Cut the crap. You've got no idea how I felt. I'm fine. Your mother isn't kicking the bucket that easily. It's not like you'd get so worried over such a little thing. Shut up, you old cow. Sorry. Looks like it was no big deal. Ist doch gut. Ich bin froh, dass es ist. Well, yeah, but Kanji still looks embarrassed. I thought I'd face all of my bad parts back there. But not everything can change just like that, huh? Oh, sorry for dragging you around. I've been by myself, I might have been even more scared, huh? Hope I can repay the favor. It seems you were able to support Kanji. You sense his trust in you. Rang 3. Ups.
Es können auch Leute, also können auch Follow-up-Attacks machen. Ich meine, er hatte eine ziemlich gute Follow-up-Attack, ich bin mir nicht mehr todsicher. Yeah, I'm going home. That boy. We were both going home. He didn't have to run away like that. Oh, you're Rin-kun? You came to our store with Yuki-chan, right? I've been hearing a lot about you from Kanji. Senpai this and senpai that. He must really like you. I'm sorry to have made you both come all the way here. He hates hospitals, you see. His father, my husband, died here. Kanji happened to be somewhere else when he collapsed. So I think he was scared today. But it's good to see you. He's always had trouble getting along with people. He didn't have any friends like you before. Wegen seiner Hobbys, wegen seines Aussehens, wegen seinem Verhalten. Das ist alles gut, das am ehesten. As part of it, he's become clumsy, inarticulate and cowardly. He would always rather play house instead of catch, or go to home economics instead of PE. So he never had any male friends, but the girls didn't accept him either. After a while, he started getting into fights every day and bleaching his hair. I was worried about him, but lately he seems to be having fun. Please take care of him. Ich meine, jetzt mal abgesehen von Kanjis fraglichem Verhalten und seiner Unfähigkeit, die Situation richtig umzugehen. Sie hätte ja vielleicht zumindest eine Notiz hinterlassen können, dass sie zum Krankenhaus geht, weil sie sich jemanden hinbringt, oder? Wenn sie schon weiß, dass Kanji da so ein bisschen Trauma hat, wegen seinem Vater. You feel you understand Kanji a bit more. You parted with Kanjis mother and went home. Also da muss man die Schuld jetzt nicht nur bei Kanji suchen, dazu über zu reagieren, weil da hätte sie auch ein bisschen vorsichtiger gehen können. Ne? Sie müsste es ja eigentlich besser wissen. I went shopping today. The fridge is full of food. Oh ja, Nako. Oh yeah, package came for you. It's on the table. Oh, unsere Bestellung? Ja gut, das waren ja so Peach Seeds und die kleinen Seelendinger. Ja. Und noch ein Price-Sticker. Man kann bestimmt irgendwas anderes mit denen auch noch machen. So, Nanako, hast du Sticker? Wow. This answer is hard. Nanako, stop stopping the quiz show. You should leave her alone. Nein! Na gut, come to think of it. There's a boy looking for stickers that are popular among children. Maybe you should ask Nanako about them, yeah. What's wrong? Big bro? Ask Nanako about stickers. A children's sticker? I go look. Nanako came back with a sticker. This is pretty popular. Here you go. Danke. Nanako gave you a Tankiri Man sticker. You should try giving this to the boy who wants friends. Okay, nice. Wir könnten Lunch machen, ne? Das wäre cool, weil da könnten wir vielleicht Yukiko damit einladen und sie noch pushen, weil ich weiß, dass sie pushen muss. Shio müsste euch auch pushen, ne? Ah, schwere Entscheidungen. Ach komm. You open the fridge. Ah nee, warte mal. Heute ist ja, heute ist doch der letzte Tag der Ernte. Ich könnte heute beide mal anbauen gehen. Ne, wir machen jetzt das Lunch kommen. Das ist seltener. Das beste Teil, ja, nach Lunch kommen. Das ist eine harte Entscheidung. Die hat nur so wenig Zeit und so viel zu tun. Persona halt. Seit Teil 3. Surprisingly, you have the ingredients to make Daigaku Imo. You decide to make Daigaku Imo. You made the sweet sauce. How should you prepare the sweet potato? Grill them on a grid, deep fry them, simmer them with sake. Frittieren sie einfach, keine Ahnung. You stir the sweet sauce into the fried sweet potato. It came out perfectly. It looks delicious. Obtained crunchy Daigaku Imo. Du weißt nicht, ob das gerade so Yukikos Geschmack ist. Kann natürlich sein, dass es nicht so ihr Ding ist, aber... You've bought your lunch today. Did you wish to eat lunch with someone? Wir werden einfach Yukiko einladen, weil ich weiß, ich muss sie noch ein bisschen pushen. Selbst wenn das nicht das Beste ist, was wir ihr geben können, würde sie sich hoffentlich trotzdem freuen, wenn auch nur aus Höflichkeit. Ich musste ihren Pumps auch essen, ja? Also Gami halt, ich rufte. You ate lunch with Yukiko. You ate crunchy Daigaku Imo together. Wow, this is good! Did you make this on your own, Rin-kun? The flavor is excellent and the presentation is great too. Would you want to work as a chef at our place? Nee, danke. I'm just kidding. Though you'd be more than welcome if you wanted to.
Oh, etwas. Oh, was für Glück. Also hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Okay. You feel that your relationship is going to become closer soon. Das heißt, nächstes Mal können wir wieder steigen. Gut. Da haben wir sie wieder schon steigbereit. Das heißt, das klingt auch wieder falsch. Das klingt eigentlich richtig. Aber wir dürfen es nicht sagen. Today we'll look at Yukichi Fukusawa's Gakumono Suzume, or an encouragement of learning. Now open up your textbooks. This Gakumono no Suzume has a reference to the US Declaration of Independence. It's apparent once you start reading. There's a famous line at the beginning. It is said that heaven does not create one man above or below another man. Gakumono no Suzume is famous for its line, however the "it is said" portion shows that it's a reference. So this famous quote is a quotation in itself. Are you listening, Rin-chan? What is the beginning of Gakumono Suzume a reference to? The Bible, the Japanese Constitution, the Declaration of Independence. Ja, ging doch um die US-Deklaration, oder? Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht nur anders gemeint war. Nein, das ging ja, hat er ja gesagt, komm. Yes, it is a referencing the US Declaration of Independence. Before writing Gakumono Suzume, Fukusawa wrote Seiyo Ijo, or Conditions of the West. In that book, he actually translates the entire declaration into Japanese. So he similarly used the reference in Gakumono Suzume. Well, let's move on. Any existing distinction between the wise and the stupid? You gave the correct answer. Your knowledge has increased. Schön. Also es war noch nicht so weit, dass sie vorbei ist. Ich hoffe, wir haben noch viel Zeit übrig. Ne? Ich freue mich immer um die Zeit, die wir frei haben, wo ich möglichst viel Social-Link-Kram machen kann. Erstmal müssen wir jetzt wieder den Jungen finden und ihm den Sticker geben. Wieder Flopplay, ne? Da war ja immer der Junge. Ja, da ist er wieder. Where am I supposed to find the rare kid sticker? I can't come up with anything. The boy is looking for a rare sticker that is popular among kids. Will you give him the Tankiriman sticker? Yes. A Tankiriman sticker? Wow, thank you. This is cool looking, so I'm sure they'll let me play after I show them this. The boy ran off cheerfully. Will he make lots of friends? You should ask him another time. Und wir noch ein Fisch für die Katze kommen, wenn wir schon hier sind. Meow. Meow. It seems like it's still hungry. You feel like you should try giving it some food. Na komm, wir werden auf genug Fischen, hoffe ich mal. The cat seems happy. You can try feeding it again next time. Yeah. Alles gut. Gut. Ich würde mal kurz Updates holen wollen. Ich weiß, Riku kann steigen. Ich weiß, wie es bei Yosuke ist und wie es bei Kanji und bei Gachiya ist. Vielleicht können wir das eben schnell rausfinden. Ist halt schon gut, das zu wissen. Ach, du bist so du mit deinem Hitbox, ne? Ich hasse dich. Der Typ ist so nervig. Ich will immer links an ihm vorbeilaufen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich will das immer. Und weil links der Weg ist, wo ich hin will. Yeah. Okay, wir könnten auch bei ihm schon steigen. Ja, ja, bitte, tut mir leid, aber das ist meine einzige Chance, das rauszufinden. Wenn der Closer Zoom steht, ist alles gut. Giko muss sein nach dem Essen gerade. Würde mich sehr wundern, wenn ich ihn auch gerade gesehen, stimmt. Wir können auch eben schnell Yosuke checken. Und Shia checken. Sekunden. Yo! Ist nicht ready. Also bei ihm müsste ich auf jeden Fall noch ein bisschen was rein investieren. Aber es ist ja kein Wunder. Wir sind auf Stufe 8 bei ihm, ne? Also die letzten Schritte werden nochmal schwieriger. So, ich will nochmal aufs Dach für Chia. Wäre auch nicht ready. Das ist gut zu wissen. Also hängen wir heute mit Yukiko ab, weil das können wir voranbringen.
Kanji ist auch bereit, vorangebracht zu werden. Und wenn ich eine Chance habe, mit Gio und Yosuke zu anderen Zeiten abzuhängen und da irgendwas zu fördern, wäre das sinnvoll. Das allein zu wissen, ist schon sehr viel wert. Ja, dann würde ich machen wollte ich noch das Yukiko abhängen und dann am Abend müssen wir ernten und dann können wir speichern. Für heute. Oh! Hi, Rinkun. It seems Yukiko isn't busy right now. Hi, Pixie. Yes. Okay. Oh Gott, wieder neue Essen-Experimente, die ich nicht ausbaden muss. Yukiko brought you here. I wrote down everything I need, so this shouldn't take that long. Schon besser geworden? Was hast du vorzumachen? Ich frag mich, was sie vorzumachen. Promise you won't laugh? Miso-Soup. Yukiko looks a bit embarrassed. I'm studying the basics of the basics. Ja, das ist ja auch besser so. Fall doch lieber damit an, als gleich mit dem Hummer oder so ein Kram letztes Mal. But it's not turning out quite like it does in the book, even though I'm following the directions. Wetten, ich kann das nicht sagen. Wegen Courage. Wobei, ich hab mittlerweile ein bisschen mehr. Möchtest du dich dir dabei helfen, das beibringen? What? Really? Ah, ich konnte das sagen. Oh, wie geil. Oh, I'll pass, but thanks anyway. Yukiko looks apologetic. Okay. Fail. War wohl nicht die beste Entscheidung. I think there's no point unless I do it alone. Our cooks help me out all the time. At first they just gave me advice, but eventually they take the knife from me. So even if the meal turns out wonderfully, it doesn't mean anything that way. I told them to leave me alone, but they will stay and watch. Are they that worried about my cooking? Sie sorgen sich halt um dich. They care about me? Do you really think so? We look surprised, but happy. Last time, the head chef took the knife from me, shouting, I can't stand to watch anymore, and made the rest. The waitress saw it and said to the head cook, Yukiko wants to make it herself, even if it's awful. Before I knew it, I was studying how to cook for a boy I like. My parents got involved and exploded from there. Funny, isn't it? But maybe it wasn't all a lie. Taste my food again, okay? Yukiko is blushing. You felt a faint hint of love from Yukiko. Ooh. A faint hint of love. Und Rang 6 mit Yukiko Amagi. Amrita! A good skill. Halt alle möglichen Schadensveränderungen, außer halt KO zu sein. Das ist unheimlich gut natürlich, ne? Als Zauber zu haben. Gut, dann machen wir das hier weg. Ja, das ist nur besser als Mepatra, weil das alles andere auch macht. Ja, komm. Ich habe gerade so überlegt, dass es schwer ist, bei ihr was rauszunehmen, aber Mepatra ist ja nur schlechter. Amrita ist ja nur besser. Oh yeah, shopping. All right, let's go home. You helped Yukiko with her shopping and walked home partway together. Aber fix jetzt Gemüse rausplacken aus dem Boden, das müsste heute soweit sein. Welcome back. Mhm. You can work with janitor. Ja, erstmal müssen wir Gemüse rausholen. They look good. Seriously, this is an impressive crop. War schon mal gehört, ne? Haben wir, kennen wir. Great vegetables. Die einfach so Mais anbauen hier im Garten. Ein Tetrakorn und ein Marakorn. Ja, einmal gegen physische und einmal gegen magische Angriffe. Schutzbarriere. Also ich sehe echt keinen Grund, die Paprika anzupflanzen, ne? Wenn man diese Dinger anpflanzen kann. Tomaten sind halt immer sehr viel wert, ne? Weil sie SP heilen. Ich mag die Tomaten wohl. Well. I'm excited to see them come in. Mutschiger macht so die Aufgabe, die ich auch machen würde. Daneben hocken und zugucken.
Einer muss ja supervisen, einer muss ja aufpassen. Okay, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Persona 4 Golden. Bye bye.